So als Heimwerker hat man natürlich viele, viele Materialien, mit denen man etwas bauen kann. Ich würde mal behaupten, dass Multiplex mittlerweile auch so eins von den Top 3 Materialien ist, die benutzt werden, um Möbel zu bauen. Die mich jetzt schon länger auf meinem Kanal verfolgen, wissen, dass ich ein bisschen mehr mit Massivholz mache. Hier diese Kiste zum Beispiel. Hier sieht man sehr, sehr viele verschiedene Bretter. Das gibt eine sehr, sehr schöne Holzoptik. Ich glaube, wenn man mittlerweile sagt, bau doch mal was mit Massivholz, dann kann man sich so die Frage stellen, okay, boah, das ist wahrscheinlich ziemlich teuer. Bei dem Plattenwerkstoff weiß ich schon, dass das so und so viel im Baumarkt kostet. Hier solche massiven Bohlen, die findet man gar nicht wirklich so richtig im Baumarkt. Das bedeutet, man muss zum Holzfußhandel. Und da ist halt die Hürde, um mit Massivholz zu arbeiten, direkt ein bisschen höher, ein bisschen größer als Plattenwerkstoff. Dann hier noch diese Maschine. Und speziell die Abrichtfunktion ist eigentlich ziemlich wichtig, wenn man wirklich sägeraues Holz verarbeitet, denn da hat man halt eben ein Problem. Hier haben wir so eine Bohle, die habe ich selbst zugeschnitten. Und wenn man die halt eben verarbeiten möchte und die nur durch die dicken Hobelmaschine bläst, dann ist halt oft das Problem, dass das Brett winch ist oder nicht plan oder. Und dann hat man halt vielleicht noch ein kleines Problem, okay, ich habe vielleicht die Bretter jetzt einigermaßen plan bekommen, wie bekomme ich denn hier eine einigermaßen schöne Leimfuge hin? Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Das hier ist so der Startschuss vielleicht für den einen oder anderen, um mit dem Massivholz anzufangen. Ich zeige dir heute eine Möglichkeit, wie ich früher angefangen habe, mit Massivholz zu arbeiten. Und da ist halt auf jeden Fall wichtig, eine günstige Quelle zu haben, wo man das Holz herbekommt. Und man muss es auch irgendwie mit möglichst wenig Werkzeug so verarbeiten können, dass man das verleimt bekommt und halt was Schönes draus am Schluss bauen kann. Bleib auf jeden Fall am Video dran, denn ich werde dir am Schluss vom Video auch sagen, was das Material tatsächlich gekostet hat. Du wirst wahrscheinlich erstaunt sein. Und ich werde dir auch im Verlauf des Projekts noch einen riesengroßen Tipp zeigen, mit dem du Bretter bearbeiten kannst, um die halt auch gut zusammen zu verleimen, ohne eine Abrichte zu haben. Und grundsätzlich braucht ihr für dieses Projekt hier keine Abrichte, sondern lediglich eine Dickenhobelmaschine, und dazu werde ich dann auch noch was sagen. Hier seht ihr die Bretter, die für das heutige Projekt benutzt werden. Und ja, die sehen wir uns mal kurz genauer an. Diese Bretter sind sägerau, aber die sind relativ plan und gerade. Und das ist der Riesenvorteil. Dadurch, dass diese Bretter jetzt sägerau sind, sind die zuallererst mal ein bisschen günstiger und ihr habt einfach eine bessere Auswahl, weil ihr halt so ein bisschen in einem größeren Stapel schauen könnt, okay, hier sind nicht so viele Äste drin. Weil was man dazu sagen muss, die Bretter sind an der Qualität her nicht so mega, mega gut, aber ihr habt so eine große Auswahl in den meisten Fällen, dass ihr halt eben Bretter auswählen könnt, die nicht so viele Äste haben. Ja, und außerdem sind die Bretter jetzt nicht schwer, die sind nicht unfassbar groß. Ich habe die selbst in meinem normalen Auto jetzt transportiert und das ist halt eben ein Riesenvorteil. Wenn ihr Heimwerker seid, könnt ihr mit eurem normalen Auto hier diese Bretter günstig kaufen und könnt sie dann zu was Schönem weiterverarbeiten. Dadurch, dass die Bretter relativ plan und gerade sind, müssen wir die auch gar nicht abrichten. Das bedeutet, wir können uns eine Maschine ersparen und können die direkt durch die Dickenhobelmaschine führen. Und damit fangen wir jetzt an. Wir haben jetzt einige Teile zugeschnitten und ihr habt halt eben die Möglichkeit, weil das Material echt ziemlich günstig ist, dass er halt diese ganzen Fehler rausschneiden tut, und scheut euch nicht davor, ein bisschen mehr rauszuschneiden. Sieht es halt in den meisten Fällen am Schluss ein bisschen schöner aus. Ich habe hier zum Beispiel Astlöcher rausgeschnitten oder rissige Stücke habe ich auch rausgeschnitten. Und ein kleiner Tipp, schneidet das direkt klein, weil sonst ist eure Brennholzkiste oder Restholzkiste direkt voll. Ihr seht, unsere Oberfläche sieht schon echt sehr, sehr schön aus. Wir haben wenige Fehler im Holz und die, die halt jetzt noch drin sind, wie zum Beispiel hier so ein paar Verästelungen oder hier so ein bisschen Ast an der Seite, der ist zuallererst mal nicht so schlimm, weil wir uns da gleich drum kümmern werden. Aber grundsätzlich, gut, hier seht ihr auch nochmal ein Stück, das sollte man halt rausschneiden. Aber grundsätzlich haben wir jetzt hier, um halt ein Brett herzustellen, schon mal eine sehr, sehr schöne Optik, weil das Holz sehr clean ist. Aber wir haben trotzdem so ein paar Makel im Holz, die es halt auch so, ich würde sagen, ausmachen. Ich versuche, wenn immer ich so etwas baue, zunächst die Teile zu bauen, die so ein bisschen länger brauchen. Und das sind halt auf jeden Fall hier diese Seitenteile, denn die müssen wir verleimen. Aber wie verleimen wir die jetzt? Hier kommen wir nämlich auch zu dem ersten Trick in diesem Video, den ich euch am Anfang schon versprochen habe.
Denn hier diese Kante sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus, aber die wird keine 90 Grad haben und die wird Vertiefungen an manchen Stellen haben, so wie das Holz auch gewachsen ist. Und wenn wir das jetzt einfach so zusammenleimen, dann sehen wir hier auf jeden Fall später eine Leimfuge. Und das können wir an der Tischkreissäge ein gutes Stück verbessern. Denn dadurch, dass diese Stücke jetzt alle so kurz sind und relativ kompakt sind, haben wir halt jetzt die Möglichkeit, quasi mit der Tischkreissäge die einzelnen Seiten sozusagen abzurichten und sie halt eben plan zu machen. Das bedeutet, dass wir jetzt einfach die Stücke an beiden Seiten an der Tischkreissäge langführen, um halt eben die Kanten einmal zu schneiden. Denn dann haben wir 90 Grad und wir haben ein paralleles Brett und die Schnittfuge ist echt nicht verkehrt, wenn ihr ein einigermaßen scharfes Blatt auf der Maschine drauf habt. Hier noch ein kleiner Trick. Das habe ich früher nämlich immer so gemacht und da habe ich mir angewöhnt, wenn ich mehr Material habe, dass ich hier nicht an der Seite vom Brett schneide. Also grundsätzlich würde es ausreichen, wenn wir hier wirklich nur die Seite vom Brett aufschneiden. Aber wenn ihr ein bisschen mehr Material habt, dann würde ich euch empfehlen, so weit ins Material reinzugehen, dass der Zahn komplett im Holz verschwindet. Denn wenn ihr nur die Seite immer auftrennt, dann fliegt euch das ganze Sägemehl in die Werkstatt. Aber wenn ihr einen kompletten Schnitt macht, das bedeutet hier einen, keine Ahnung, einen halben Millimeter Streifen stehen lässt, dann fliegt der Großteil an Späne in die Maschine rein und ihr habt nicht so eine Sauerei. Aber grundsätzlich, es ist eigentlich nur wichtig, wenn wir eine Abrichte ersetzen wollen in dem Fall, dass wir hier einmal die Kante vom Brett schneiden, damit wir die besser miteinander verleimen können. Wenn du mehr von der Emma sehen möchtest und dir dieser Trick gefallen hat, dann gib dem Video jetzt einen Daumen nach oben, dann sehen das vielleicht ein paar mehr Leute und haben eine staubfreiere Werkstatt durch diesen Trick. Ne, Emma? Die Bretter sind fertig geschliffen und ja, ich habe einen Langbandschleifer benutzt, den hat wahrscheinlich niemand von euch zu Hause. Aber bei mir geht es dann einfach ein bisschen schneller und ihr könntet auch genauso gut einen normalen Bandschleifer benutzen. Yes. Genau, auf jeden Fall können wir jetzt die Bretter ausspannen und da zeige ich euch was Cooles. Dadurch, dass wir das jetzt nicht über Nacht trocknen lassen haben, können wir den überschüssigen Leim sehr, sehr gut abkratzen. Und das geht halt eben bedeutend schneller, als das irgendwie wegzuschleifen. Und ihr seht, die Leimfuge sieht schon eigentlich gar nicht so verkehrt aus, aber das sehen wir gleich nach dem Schleifen, wie gut sie wirklich aussieht. So sieht das Brett mit 80er Korn aus, wenn man es geschliffen hat und wir können so gut wie keine Leimfuge erkennen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Hier bei diesen beiden Brettern haben wir ein bisschen Blaufäule, deswegen sind die ein bisschen blau, aber wir sehen keine Leimfuge und das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ich denke, das war ein guter Beweis. Das bedeutet, wenn ihr keine Abrichter habt, dann könnt ihr trotzdem Leimholz herstellen.
Jetzt brauchen wir ein paar Griffhilfen, damit wir die Kiste auch hochheben können. Und da habe ich mir deswegen hier extra schnell eine Frässchablone hergestellt. Und die benutze ich hier mit dieser Anlaufhilfe. Fertig. Unsere beiden Holzkisten sind jetzt fertig und die sollen ja im Endprojekt so übereinander gestellt werden. Und man soll sie natürlich auch praktisch benutzen können. Und da ist es natürlich nicht praktisch, wenn sie die ganze Zeit so stehen. Und deswegen habe ich jetzt einen ganz, ganz einfachen Trick für dich, wie du das verhindern kannst. Als ich hier diese Seitenwände auf die passende Breite zugeschnitten habe, sind hier diese Reststücke sowieso bei rausgekommen. Und die werden wir jetzt benutzen, damit die immer passend übereinander stehen. Damit ich jetzt gar nicht so viel messen muss, habe ich mir hier einfach ein Reststück geholt. Das lege ich hier bündig an der Kante an, schaue einmal, ob es oben oder unten passt. Und das war's auch schon. Das sieht jetzt alles schon ziemlich cool aus. Wir haben zwei schöne Holzkisten, die gut übereinander stehen. Das hat Spaß gemacht beim Bau. Aber ich denke, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Und aus dem Grund werden wir jetzt einmal hier unten was bauen und einmal für oben drauf. Ist das nicht cool geworden? Wir haben Möbel gebaut, was mobil ist, was variabel ist. Ihr könntet noch drei Kisten mehr bauen, ihr könntet die Kisten auch irgendwo anders hinstellen. Habt einen rollbaren Hocker. Also das ist doch mal ein richtig geiles Projekt. Wenn das vielleicht auch für euch das erste Vollholzprojekt wäre, dann könnt ihr darauf auf jeden Fall stolz sein. Wir müssen ja nicht beide Kisten übereinander stehen lassen. Wir können ja auch jetzt nur eine Kiste hier drauf packen und können diese hier noch zur Dekoration irgendwie anders hier draufstellen. Und der Riesenvorteil von diesem Teil ist halt auch auf jeden Fall, dass es praktisch ist. Ne? Ihr habt eine Kiste, die ihr mitholen könnt, die auch schön aussieht, aber ihr habt weiterhin ein schönes Möbelstück für eure Bude, wo man Pflanzen draufstellen kann. Also da kann man schon viel mitmachen. Ich habe euch am Anfang vom Video ja mal gesagt, okay, was kostet denn so ein Projekt? Das ist ja ein Vollholzprojekt. Was kostet das an Material? Jetzt ist natürlich die Frage, was wir an Material schon zu Hause haben. Ich sage euch gleich, was das Holz gekostet hat, aber bei dieser Kostenaufstellung lasse ich jetzt mal die Schrauben und den Holzleim aus und auch die Rollen lasse ich aus, weil die hatte ich noch in der Werkstatt. Aber wenn dich interessiert, welche ich benutzt habe, werde ich das auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Wie viele Bretter haben wir denn noch übrig? Ich habe jetzt noch drei Bretter. Die sind auch noch in der vollen Länge und dann habe ich hier noch dieses winzige kleine Stück. Und ich muss dazu sagen, ich habe echt gut Zeug weggeschnitten, weil ich wollte nicht so viele Äste in diesem Projekt haben. Bedeutet, ihr kommt wahrscheinlich ein bisschen weiter als ich mit dem Holz. Aber was hat das Brett gekostet? Wir haben noch drei Stück übrig, 12 Stück habe ich gekauft. Also haltet euch fest, ein Brett hat 2,76 Euro gekostet. Wir haben 9 Bretter verbaut, also hat das roundabout 25 Euro an Massivholz für dieses schöne Projekt hier gekostet.
Ich habe mir die ganze Zeit, währenddessen ich das Projekt gebaut habe, das hat etwa 2 Tage gedauert, überlegt, okay, komm, vielleicht ist das ja ein cooles Projekt, wo dann so ein Vater mit seinem Kiddie oder mit seinen Kiddies das schön nachbauen kann. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, dass ich das so günstig wie möglich dann auch eventuell für die jüngeren Zuschauer machen möchte und euch den Plan halt einfach for free gebe. Das bedeutet, schaut auf den Link unten vorbei, da kommt ihr zu meiner Webseite, schaut bei den Plänen. Da könnt ihr euch den Plan zu hier diesem Projekt kostenlos runterladen, damit ihr auch wisst, welche Maße ich benutzt habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Gebt doch dem Video bitte einen Daumen nach oben, damit auch andere Leute das Video vorgeschlagen bekommen und sich es dann anschauen können und vielleicht dieses Teil nachplanen, dann auch bauen können. Hier siehst du jetzt noch 2 Videos. Das obere Video kann ich dir empfehlen, wenn du, wie ich, so ein paar Probleme hattest mit Formverleimung. Und da drechseln wir auch noch was Schönes. Und das untere Video kann ich dir empfehlen, wenn dich mein Schiebeschlitten von diesem Projekt, was wir heute gebaut haben, interessiert. Unten in der Kommentarfunktion werde ich noch eine Playlist anpinnen. Da habe ich ganz, ganz viele Massivholzmöbel schon gebaut. Und da kannst du ja auch, wenn du möchtest, mal vorbeischauen. Tschüss und bis zum nächsten Video.